Hadrian ist nicht nur elf und redet unglaublich viel, nein, er ist auch äußerst einfältig, was seinen Vater Bernd manchmal gewaltig nervt, wenn er zum Beispiel wie heute einfach nur im Café chillen und seinen Latte Macchiato genießen will. Und da geschieht es. Hey, der Mann da hat ein Buch, in dem gar nichts drinsteht. Aber der blinde Herr am Nebentisch lächelt nur freundlich und erklärt Hadrian, dass dieses Buch in Brei geschrieben ist. Tja, Hadrian, jetzt denkst du bestimmt gleich an Haferbrei oder Grießbrei. Aber Brei ist eine Blindenschrift, die auf den Franzosen Louis Braille zurückgeht, der sie im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Aber fangen wir doch besser mal von vorn an. Wieso gibt es überhaupt Schrift und wer hat sie erfunden? Der Nutzen von Schrift leuchtet unmittelbar ein, wenn man sich die einzige Alternative vorstellt, um komplexe Informationen auszutauschen, nämlich mündliche Überlieferung. Bevor die Menschen anfingen, abstrakte Zeichen und Bilder zu benutzen, wanderte jede Information von Mund zu Ohr. Natürlich wird so auf die Dauer noch die letzte Information ziemlich stark verfälscht. Und so erscheint es nur logisch, dass die Menschen schon früh anfingen, wichtige Informationen zu verbildlichen oder zu verschriftlichen. Die ältesten bekannten Schriftzeichen stammen von der Hochkultur der Sumerer und sind bereits über 5000 Jahre alt. Und auch andere antike Hochkulturen hatten bereits ihre eigenen Schriften. Andere Kulturen und Stämme wurden nach und nach davon beeinflusst oder entwickelten davon unabhängig eigene Schriftsysteme. Die Schriften verbreiteten sich durch den Aufstieg und Fall von Reichen und Nationen und setzten sich gegen andere Schriften durch, und so kommen heutzutage nur noch ganz vereinzelte Kulturen und Stämme weltweit vollständig ohne Schrift aus. Und hier kommt auch wieder Louis Braille ins Spiel. Der war im Jahr 1812 im Alter von 3 Jahren erblindet. Da er aber trotzdem unglaublich neugierig war und eigenständig lernen wollte, tüftelte er schon früh an Möglichkeiten herum, Schrift für Blinde irgendwie zugänglich zu machen. Mit 11 Jahren begann er, eine vom französischen Militär verwendete Codeschrift zu modifizieren. Diese sogenannte Nachtschrift verwendete in Papier eingeprägte Punkte, durch die die Soldaten ihre Befehle tastend entziffern konnten, ohne nachts Licht entzünden und so ihre Position im Feld preisgeben zu müssen. Braille vereinfachte die Nachtschrift zu seiner noch heute geläufigen Blindenschrift, und die funktioniert so. Ausgegangen wird für jedes einzelne Zeichen von einem Raster aus 2x3 Punkten. Je nachdem, an welcher Position des Rasters Punkte ins Papier geprägt sind, stellt das Raster zum Beispiel ein A, ein N oder auch ein Komma dar. Und so entstehen ganze Sätze, Texte und Bücher. Um den Aufwand für den Lesenden möglichst gering zu halten, hat Braille aber noch nicht einmal alle 64 möglichen Zeichen ausgenutzt, die das Raster bieten würde. Die Ziffern 1 bis 9 sowie die 0 haben dieselben Werte wie die Buchstaben A bis J. Wenn in einem Text eine Zahl folgt, wird der Leser durch ein Extrazeichen darauf aufmerksam gemacht. So muss man sich insgesamt weniger verschiedene Zeichen merken und kann flüssiger lesen. Was? Mit 11 hat der Haferbrei schon angefangen? So alt bin ich doch auch! Jetzt will Hadrian unbedingt mal testen, wie sich Breischrift anfühlt. Gar nicht mal so einfach, da überhaupt irgendwas ertasten zu können, was, Hadrian? Tja, auch Blindenschrift will halt erstmal gelernt sein. Bernd ist froh, wieder ist sein Sohn ein Stückchen weniger einfältig geworden. Und in der Zeit hat er auch locker seinen Latte Macchiato austrinken können.